Herzlich willkommen zu unserer Sonntagssendung Stralsund Shit, live aus dem Bürgergarten. Zum letzten Mal aus dem Bürgergarten. Wir sind hier, um letzte Arbeiten zu verrichten. Unser Kernthema ist ja im Prinzip jetzt durch, der Bürgergarten, die Bürgerschaftswahlen. Unsere Sommerpause ist zu Ende. War eine längere Sommerpause, wir haben jetzt Herbst. Wir haben auch allerhand voll zu tun gehabt. Wir haben hier im Bürgergarten alles beräumt. Waren richtig fleißig, wie man sehen kann. Die Grillhütten sind alle weg. Und wer ist da? Wer kennt ihn nicht? Bert. Bert ist natürlich auch da. Er ist zurück aus Tschetschenien nach einem längeren Auslandsaufenthalt und hat es endlich wieder in Vielen heimatliche Dank. Gefilde geschafft. Hallo Bert. Hallo Schön, Felix. dass du wieder da Ja, bist. schön, dich zu Mensch, freut sehen. mich. Mensch, so lange weg. Du Ja, auch. lange, viel zu lange, viel zu lange. Der Sommer ist lange vorbei. Die Sommerpause hat sich etwas hingezogen. Ne, wie ist es dir ergangen? Du siehst immer noch gut gebräunt aus. Ja, also wirklich, Tschetschenien ist, hui. Klimatisch angenehm, Ja, wenn es ums Wetter geht. modern auch. Ja, gehe ich von aus. Schönes Wetter, groß. Großes Land. Süden groß, Westen, Osten groß, Norden auch. Schön, schön Ja, groß. also kann man auch mal wieder hin. Gut, gut. Hast du also viel mitnehmen Nee, können war und doch, war ja, gut. gut, Wetter auch gut. sehr gut. Gut, ja, wir sind hier mal wieder im Bürgergarten. Vielleicht in diesem Zusammenhang auch das letzte Mal, was natürlich die Sondersendung betrifft. Ne? Und ja, was ist alles passiert? Was haben wir zwischendurch gemacht? Ja, erstmal danke, Felix. Danke für die Anmoderation. Danke, dass ihr auch mal dabei seid. Paul, Stefan, Felix. Wen habe ich vergessen? Paul. Dann haben wir noch den Andi. Ne? Pinky. Pinky Stinky. Ne? Den werden wir gleich nochmal dazu kommen. Unser neues Bürgerschaftsmitglied. Aber nochmal zum Bürgergarten. Ja, was ist passiert? Also, Ja. ihr habt ja sicherlich, ach, was hatten wir? Wir hatten den 4.7.2024. Da gab es ja eine historische Gerichtsverhandlung. Ja. Ich glaube, wer dabei war, der wird das nicht vergessen, wie grandios die Sache war. Nicht zwanghaft im Ausgang, aber es war schon für Stralsund etwas Besonderes und ja, für Es uns alle. lag Spannung in der Es Luft. lag Spannung in der Luft, es war spannend und das Ergebnis war auch spannend und noch spannender wird natürlich auch sein, was in der Zukunft dann jetzt auch sein wird hier, nicht nur Bürgergarten, sondern insbesondere im Bootsverleih, um den es ja ging im Eigentlichen. Es ging ja um die Wassertiefe und das ist ja das Kernthema. Es ging nicht um den Bürgergarten, ob das hier weitergeht, sondern es geht um den Bootsverleih, ob es einen Ruder- und Tretbootverleih weiterhin gibt. So, nichtsdestotrotz wird unsere Zukunft diesbezüglich kommen. Das Thema ist ja nicht weg und wir werden da definitiv dranbleiben, im Interesse der Stralsunder Bevölkerung natürlich. Ein 200-jähriger Bootsverleih lässt sich einfach nicht wegdiskutieren, nur weil man es mal irgendwie wegschieben kann, weil man ein paar Pächter rausschiebt oder einen Pächter oder uns. So, und naja, und heute ist per Gerichtsverschluss bis Schluss, heute ist der 31.10. Gerichtsverschluss. Beschluss die Übergabe. Also das heißt, das letzte Mal, dass wir uns hier legal aufhalten können, das heißt, wir sind nicht illegal hier. Nein, nein, nein. Das wären eher andere, aber wir sind legal hier. Heute ist der 31.10.2024. Mit dem heutigen Tag, sprich 0 Uhr, 0 Uhr 1, wird zurückgerudert. Könnte man so sagen, aber ist ja auch nicht. Ja, Aber ist ja nicht dementsprechend mehr. ab morgen, 1.11., ist das dann in städtischer Hand in der Stadt der Hansestadt Stralsund. Und die ist dann sozusagen, ja, Herr im Haus. So, und ja, so was dann kommt, weiß man ja auch nicht. Es ist Ja. ja immer so, alle wissen was, aber irgendwie noch nicht. In der Zeitung stand es ja schon und In der Zeitung standen viele Dinge. ja. Man will was machen, aber man weiß es noch nicht, weil man noch nicht weiß, ob man es ist, was aber schon beschlossen ist, aber noch nicht ist. Deswegen war man auch schon da. Deswegen war man ja auch schon da und hat aufgeräumt und einen Herbstputz hingelegt hier im Bürgergarten, was ja grundsätzlich ja nicht verkehrt ist, nur Man es sieht ist, jetzt auch nicht so viel davon, ne? ja, Aber das kommt ja es noch wird dazu. Aber gehakt. sag mal, das ist eine Marketinggeschichte. Ja. Man muss natürlich was machen, ne? Jemand sagt, okay, zeig doch mal, dass wir im Bürgergarten was geschehen ist. Wir verkaufen das so, als wenn wir es gemacht hatten. Aber nein, das waren wir als fleißige Bürgergartenfreunde der alten Kultur. Und
ja, wir haben jetzt alles abgebaut, wir haben die Grillhütten abgebaut, wir haben alles getan, um den richterlichen Beschluss zu erfüllen. Übrigens, schöne Grüße von August aus Australien. Echt jetzt? Der guckt zu. Ach, das gibt's doch gar nicht. Mein Sohn. Aber. Hallo August. August ist in Melbourne. Ja. Seit 10 Monaten mittlerweile. Super, August. Mensch, klasse. Guter Mann. Hier, viele Grüße aus Bürgertanien. Bürgergartentanien. Mensch, klasse. August wirklich macht ein super Ding da in Melbourne. Ist losgezogen, alleine. Hat die Welt erkundet, zieht das Ding da durch. Ganz toll, stolz auf dich, August. Mach weiter so. Wir sehen uns bald wieder. Und dann machen wir ein paar Projekte zusammen. Ne? Also, zieh durch. Hab viel Spaß mit deinen Kumpels vor Ort, die dich auch mal besuchen. Und dann, wenn du wieder hier bist, dann drehen wir auch mal wieder durch. Genau, ne? Im Bürgergarten. Dann drehen wir im Bürgergarten durch. Ja, warum denn eigentlich? Schön. Ja, Stammtisch. Ja, klar. Ja. Und der Bert war das ganz anders. Okay, zurück zum Thema. Genau. Das Thema war, wir hatten alles aufgeräumt und so weiter und wollten heute eigentlich und gestern auch schon die restlichen Utensilien der Grillhütten, die wir abgebaut haben, unnötigerweise meines Erachtens. Wir werden mit die Zukunft zeigen, ob hier in Zukunft wieder Grillhütten stehen, das wissen wir nicht. Aber unsere Grillhütten, die Reste, die wir jetzt abtransportiert wollten, ja, sind weg. Weg. Und jetzt haben wir schon die Vermutung, oder nicht die Vermutung, sondern das Wissen, dass der Herbstputz etwas klebrig war. Man könnte meinen, naja, man könnte jetzt ein Land in die Hand nehmen und sagen, das machen wir aber nicht. Auf jeden Fall ist der Herbstputz etwas, wie soll man sagen? Ja, größer ausgefallen als. Größer ausgefallen und Dinge. Ja, unser Eigentum wurde entfernt. Punkt. Von Menschen, die einer gewissen GmbH angehören, die eventuell dann irgendwann mal Pächter werden würden. Eventuell. Also, ja. Da fällt sich schon die Frage. Was machen diese Menschen? Kann man damit nicht eine Woche warten? Nein, jetzt ist wieder was weg. Jetzt muss ich wieder freidrehen und sagen, bitte, ich hätte gern mein Eigentum zurück. So, was vermutest du denn? Wo sind denn die Bestandteile der Grillhütte? In kleine Stücke irgendwo auf irgendein Grundstück gelandet, vielleicht schon teilweise in einem Ofen. Echt? Ist ja lange durchgetrocknet gewesen, das ist gutes Holz, das war ja nicht das günstigste, das war ja, was war das, kanadische Lärche? Ich dachte, das ist genau sibirische Lärche. Sibirische? Ja, wenn man es nicht so sagen darf. Aber eventuell ist es ja das gleiche Schicksal wie mit dem ehemaligen Holzhausgiebel vom Pionierhaus. Ja, der Pionierhaus. Ist auch verschwunden. Der war auch abgerissen worden. Ja, ne? Abgebaut. 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 Stimmt, da war 2018, hatten wir ja auch abgebaut. Ja. Und dann sollte doch der denkmalgeschützte Giebel hier im Pionierhaus wieder aufgebaut werden. Ja. Das wurde mir ja vor Gericht vorgeworfen, dass ich das gemacht hätte. Aber geht ja nicht ohne denkmalgeschützten Pionierhausgiebel. Hm. Also, was hatten wir denn, Straße? Wir hatten jetzt eine Menge Klebefinger. Ja, dann hatten wir die Bibliotheksbücher, die vergammelten. Da war ja die Bibliothekarin schuld. Ja. Dann hatten wir die vergammelten Einbäume, historisch. Das wären die ältesten Brote in Europa gewesen. Die hätten wir schön ausstellen können. Die waren auch vergammelt. Ja. Und jetzt haben wir einen denkmalgeschützten Holzhausgiebel vom Pionierhaus. Der auch irgendwo vergammelt wahrscheinlich. Ja, die Frage ist jetzt mal, wo ist der Holzhausgiebel? Wo ist er denn? Wo ist Daraus machen wir auf jeden Fall nochmal eine Sondersendung. Da gehen wir jetzt nicht weiter ins Detail, wir werden definitiv dranbleiben, die Suche nach dem Pionierhausgiebel. Das klingt spannend. Schwarz-Weiß. Da müssen wir eine Menge recherchieren. Nee, der muss schwarz-weiß. Ja. Aber mit Außerirdischen noch. Oh bitte. Ja, oh ja. So. Wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwo. Marktlücke, warum ist auch keiner auf die Idee gekommen, Außerirdische landen zu lassen? Ja, oder sich, es gibt doch bestimmt auch Stellenausschreibungen, auf die man sich sowas bewerben kann, ne? Also. Das ist aber nicht mehr mein Thema, weil ich habe ja schon über Zeitmaschinen im Rathaus gesprochen, wollte keiner auf mich hören, hat auch keiner nachgebaut, dann nicht. Okay, auf jeden Fall sind wir auf der Suche nach unseren Eigentümern und hätten diese tatsächlich, wenn es denn der SEC möglich wäre, wir würden sie gerne wieder haben, wenn es möglich wäre, ne? So. Oder kann man das auch umrechnen? Umrechnen? Ja. Naja, in was denn? In Geld. Schwierig, ne? Holzpreise sind ziemlich hoch momentan. Naja, das ist ja so eine Geschichte. Die Frage ist auch, warum? Kann man da nicht, wie gesagt, nochmal die 4 Tage warten? Ja, natürlich warten wir auf eine Reaktion. Wir würden gerne wissen, was die Menschen denn jetzt hier machen mit den Dingen. Wir wollten ja eigentlich heute aufhören. Wir wollten rausgehen, abschließend Bürgergartenthema durch. Aber nein. Nein, wir können nicht aufhören. Nein, geht ja nicht. Wir machen jetzt weiter. Ja, logisch. So. Naja, auf jeden Fall werden wir mal schauen, was passiert. Wie geht's weiter? Bei dir eigentlich, ich habe gehört. Hallo, hi Felix. Ja, hallo nochmal. Du bist heute umgezogen. Ich bin heute umgezogen, ja. Ich bin natürlich wieder in einen ganz wichtigen Stadtteil, der mir am Herzen liegt,
was ja eigentlich auch mein Wahlkreis gewesen wäre zur Bürgerschaftswahl, gezogen nach Andershof und natürlich ganz dicht am Bürger, an meinem Thema, die hängenden Gärten in Andershof. Das Thema ist nicht vom Tisch. Die hängen immer noch in der Luft. Ne? Also da ist bis jetzt heute noch kein Ergebnis. Und da bleiben wir natürlich dran. Und deswegen wohne ich da jetzt wieder, um da näher dran zu sein. Also erstmal super. Ja. Und haben die etwa vor der Wahl das Thema angesprochen, dass sie es lösen wollen nach der Wahl? Ja, sowas das war. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, das war dann das Thema. Unglaublich. Also das, ja, ist immer das Gleiche. Und die Disco im Lokschuppen, ist die jetzt schon? Nein, das dauert noch. Das dauert noch. Okay. Das stand auch neulich gerade in der Zeitung. Ich habe ein Mikrofon. Ja. Nee, das dauert noch mindestens 2026 oder so ungefähr stand da schon drin. Also es ist noch okay. Utopisch. Ne, aber XXX Lutz soll wohl nächstes Jahr losgehen dann. Nein. Nein, ist nicht. Übernächstes? Nein, auch nicht. Da gibt es ja Vergleichsprojekte in Gera zum Beispiel. Ja, ja, da haben die gar nicht erst angefangen nicht. Zu bauen. Nein, wir machen erstmal alle wild, wir machen alle Möbelhändler wild, dass sie nicht mehr investieren, wir verlieren die Jobs. Und dann sagt man irgendwann, ist nicht. Ja. Unabhängig von der Tatsache, dass der Lutz XXL Möbelbau auch zusammenhängen würde mit den Teichen wiederum. Weil durch diese Oberflächen, wie nennt man das, wenn da Beton immer raufkommt. Verschließung für, ja, für den Dingsbuch. Genau, ja. Würde es noch wiederum die Verlandung verstärken, beziehungsweise die Abflüsse. Was weißt du dazu? Nicht so viel, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es so ist. Naja, tatsächlich, ne? Also, auf jeden Fall ist es nicht. XXL und vor Lutz. Allem, da läuft ja auch so ein kleines Bächlein lang, direkt an dem Gelände, wo XXL Lutz baut. Ne, also das bauen könnte. Könnte, wollen würde, aber vielleicht nicht wird. Vielleicht auch doch. Das aber es nicht. Reicht das als steht, Wahlkampfthema. Ja, das steht, ja, es stand neulich gerade wieder in der Zeitung und ist auch noch nicht vom Tisch. Also Lutz der Frosch, der wird sich bestimmt auch noch mal irgendwo da blicken lassen und sich noch mal dazu äußern. Ne, das ist alles noch nicht spruchreif und ja, auch da bleiben wir natürlich dran. Genau, also viele Themen. Das jetzt heute ist eigentlich eine Randnotiz. Wir wollten eigentlich sagen, 31.10. Wir sagen jetzt Winke-Winke aus dem Bürgergarten. Sikorski. Wir werden aber weitermachen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir einfach Bock drauf haben. Und weil uns ja auch immer wieder Grund gegeben wird, ne, wenn man immer Wahlversprechen, immer wieder Schwimmbäder und Sportstätten immer wieder aufbringt und es dann nicht macht, Diskotheken, dann kann man doch als Normalbürger mal nachfragen. Darf man das eigentlich in Vorpommern? Darf man. Muss man. Geht das? Sollte man machen. Ja, okay, ja. Okay. Was natürlich viel zu wenig gemacht wird. Naja. Die meisten ja auch wieder Schatte. Kein Schwimmbad wieder. Ja, schade. Schatte. Schade, schade, Schatte. Schade, schade, schade. Ja, und dann nochmal, ach so, zur Wahl. Ja, wir hatten ja noch eine kleine Wahl hier. Zwischendurch. Zwischendurch, Bürgerschaftswahl. Ich möchte mich nochmal bedanken für alle Stimmen, die ihr mir gegeben habt. Und überhaupt unter Partei, die Partei, ja, die Partei, weil wir waren aber gar nicht in der die Partei, wir waren ja keine Mitglieder, wir haben sie nur genutzt, die Partei, damit wir das Thema des Bürgergartens über den die Partei ausnutzen können. Genau, wir haben uns gegenseitig benutzt, ausgenutzt. Wir haben uns ausgenutzt. Ja. So. Und auch euch. Was haben wir? Ja, nein, aber mal ehrlich. Haben wir gut hingekriegt. Ja, ist doch ehrlich. Ja. Man könnte auch sagen, wir bauen Schwimmbäder. Andere Politiker sagen nicht die Wahrheit. So, gut. Nein, aber vielen Dank für die Stimmen. Es ereignete sich Folgendes, dass dann, als wir dann einen Platz hatten wir in der Bürgerschaft. Ja. Und dann waren wir auf einmal ganz interessant. Und dann kam ja SPD und die Grünen und die Linken und die Piraten, ja, die genau. Sie auch schafften. Ja. Und dann sollte ja eine Koalition sich bilden, alle zusammen. So, und dann wäre ich eine Fraktion. Ja. Und dann wäre ich ja derjenige gewesen, der dann damit sitzt. Und dann haben die gesagt, dass sie mich nicht wollen. Ja, die will nicht. So, und so, dann ist es der obdachlose Punk geworden, der unter Betreuung steht. Also nur mal so für euch. Ja. Das ist jetzt, naja, das ist das Resultat. Alles geschafft, was wir eigentlich so wollten. Ja, aber Sie haben es ja eigentlich geschafft. Ja, Sie wollten das so, wie wir uns das gedacht haben. Sie wollten mich nicht. Nein. Keiner will. Aber den obdachlosen Punk. So was, ja. Also seht ihr mal mein Dilemma. Mal gucken, was man jetzt so weitermacht. Ja. So, ich muss natürlich auch gucken, was ich beruflich mache. Mal schauen. Noch ist jetzt ja heute der 31.10. Wir haben jetzt viel gewirkt. Hier Stefan sehr viel mitgearbeitet. Paul, Felix, alle wieder, die wir schon erwähnt haben, nochmal vielen Dank. Wir verlassen nachher das Areal hier zum letzten Mal. Jetzt könnte man natürlich anfangen rumzuheulen, aber machen wir nicht. Nein, höchstens vor Lachen. Höchstens vor Lachen. Natürlich verdrückt man, ja, es war natürlich viel Energie. Am 01.01.2013 hatte ich den Schuppen mir übernommen. Schuppen. Ne, es war nicht schön, es war nicht unter Erwin toll, es war super. Nee, es war ein vergammelter Haufen da drinnen. Und den haben wir saniert über Jahre. Wir haben hier ein Konzept eingepflanzt. Wir hatten Korkengeld, 2 Euro konnte man Getränke mitbringen.
Die Menschen konnten hier feiern. Wir hatten bunte Popel, wir hatten Feste, wir hatten Hüpfebogen. So Montagsträter, wir hatten so viele soziale Angebote, die kann man gar nicht alle aufführen, will ich auch gar nicht. Nur das ist jetzt weg, weil wir auf die Wassertiefe hingewiesen haben. Im Kern ist das das Thema, das ist die Gretchenfrage, die Wassertiefe. Und man will uns wegschubsen. Und jetzt geht es darum, hier einen neuen zu bepflanzen, ein SIC, die irgendwas macht. Und bitte achtet genau darauf, ob im nächsten Jahr hier ein Ruder- und Tretbootverleih stattfindet. Findet der nämlich nicht statt, würde das bedeuten, dass du dann recht hast. Ja, genau. So, cool. Und jetzt wollen wir uns langsam verabschieden. Ich würde einfach nochmal den lieben Stefan nochmal nach vorne bringen. Hallo, lieber Stefan. Du fleißige, gute Seele des Bürgergartens. Sag mal bitte ganz kurz, du musst dich doch dahin. Ja, ja. Sag mal bitte nochmal ganz kurz. Einmal kurz. Du bist ja eine besondere Seele des Bürgergartens. Du kamst hierher, da warst du, kannst ja selber mal ausführen, in einer Verfassung, die er dem Lutz, dem Frosch, desolat entsprach. Sehr desolat. Desolat. Ne? Krankheitsbedingt. Ja, und habe mich dadurch wieder hochgearbeitet hier, durch den Bürgergarten. Ne? Da, sonst würde ich hier nicht so stehen, wie ich jetzt hier stehe. Ja, dann nochmal eine Abfahrt gehabt mit dem Herz. Auch das habe ich wieder geschafft, durch den Bürgergarten. Also das schon bedeutet mir schon viel hier. Ne? Was wünschst du? Du bist ja Urstrahlsunder. Ihr auch, ich nicht, aber ich sage jetzt mal, du bist so ein bisschen der Älteste. Was wünschst du dir für diesen Ort? Ja, ich wünsche mir, dass die SIC das genauso weiter betreiben kann, wie wir das betrieben haben. Was schwierig wird wahrscheinlich, wir werden sehen. Der Bürgermeister hat ein Versprechen abgegeben, ne, auch beim Entenrennen. Das wird noch 100 Jahre Bürgergarten heißen und auch bleiben. Und ja gut, es sind erst 11 Jahre, aber Bootsverleih war es vorher 200 Jahre. Naja, wir gucken mal, wir werden sehen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls das Beste. Genau. Und auch wenn ich immer so ein bisschen wie nennt sich das? Ich hochschaukelst, ja. Hochrudere. dann möchte ich trotzdem mal sagen, dass die SIC als Grundansatz eine gute Geschichte ist, die auch hier, auch glaube ich, am Ort was machen kann, weil dieser Ort wirtschaftlich schwierig zu betreiben ist. Wir haben vier Monate Saison, 12 Monate Kosten. Ich bin nur wirklich derjenige, der davon weiß, wovon ich spreche. 25 Jahre habe ich Gastronomie gemacht in Stralsund. Es war nicht nur der Bootsverleih mit Turbine, Anker, Werkstatt. Viele Dinge in Stralsund gemacht, 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert hier geschrubbt. Also es ist nicht nur Bürgergarten, damit beendet heute am 31.10. auch mein Kapitel als Gastronom. Ist auch ein Schritt, 25 Jahre, stelle ich mir persönlich die Frage, für was? Aber wenn ich sowas höre und euch sehe, sage ich, weiß ich, wofür ich es gemacht habe. Grundsätzlich war es sinnlos, wenn ich das einfach mal so sehe, aber es war lebenswert. Und damit möchte ich einfach mit diesen schönen Tönen möchte ich schließen und wünsche uns selbst vor allen Dingen ein schönes, gesundes Weiterleben. Danke, gleichfalls. Und euch übrigens auch. Gleichfalls, genau. Ja. Bis die Tage. Bis zum nächsten Mal bei Stralsund. Tschüss.